ist halt zum Christentum gewechselt, sag ich mal. Aber wo ich noch geboren war, war der noch Moslem und daher auch der Name Ismael. Ach so. Ja, und seitdem, ich beschäftige mich schon oft. Also ich habe zum Beispiel von Ihnen habe ich alles vom Internet. Die ganze Vorträge und alles. Und das hat mich einfach überzeugt. Und ich beschäftige mich schon seit einem Jahr damit. Bloß ich brauche irgendwie, wie soll ich sagen, jemand, wo sich richtig auskennt und mich mir auch sagt, was ich machen soll und was nicht. Sag ich mal. Ja, das Erste, was man machen muss, ist das Glaubensbekenntnis. Denn ohne Glaubensbekenntnis bedeutet ewige Verdammung in der Hölle. Aber ich kann kein Arabisch. Ist kein Problem, wir machen das zusammen. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Das ist eigentlich die Bedeutung vom Glaubensbekenntnis. Und jetzt machen wir das auf Arabisch. Ich sage es vor und du kannst nachsagen, inshallah. Ashhadu. Also wiederholen, was ich sage. Richtig, ja. Okay. Also was ich jetzt sage, ist nur die Übersetzung. Ja. Dass du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Und dass du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Okay. Und das muss man auf Arabisch aussprechen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasul Allah. Dadurch bist du offiziell Muslim geworden. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي